Happy 2020 für euch alle da draußen. Heute unser erstes Video im neuen Jahr. Geht jetzt auch bald wieder mit Fußball los. Das heißt, wieder mehr Action, mehr Videos auf dem Oddspedia-Channel. Heute haben wir in der NBA 5 Spiele und ich glaube, heute bei unserem 21.30 Uhr Spiel deutscher Zeit, die LA Clippers gegen die New York Knicks, könnte sogar das erstes Spiel sein, das ich mir nicht live anschaue, weil es mich eigentlich nicht wirklich interessiert. Clippers, hoher Favorit mit einer 1-2-9, die Knicks mit einer Quote von 4-3-3. Wir schauen uns auch gleich mal die Leader der diversen Statistiken bei beiden Teams an. Spannend, und das zeigt wirklich eins der großen Probleme von New York, ist, dass die nicht so die richtigen Guards oder den richtigen Aufbau haben, der dieses Team führen kann. Dennis Smith Jr., ja wirklich eine riesige Enttäuschung. Und ich zeige euch mal, wer der Assist-Leader ist bei New York. Julius Randle, so gesehen kann man sagen, echt gute Statistiken von ihm. 18, fast 19 Punkte, 9 Rebounds und 3 Assists, liest sich ganz gut, darf aber eigentlich nicht sein. Während bei den Clippers die Bank vor allem für Furore sorgt, mit Lou Williams, der auch seinen Sohn jetzt Six genannt hat, allerdings mit SYX geschrieben. Relativ witzige Anekdote. Kawhi Leonard hier mit 25 Punkten und 7,6 Rebounds, der Top-Spieler. Man sieht auch von den Standings her, die Clippers jetzt mit 5 Siegen, 5 Niederlagen in den letzten 10 Spielen auf Rang 4 gerutscht. Sie sind eigentlich kein Team, was jetzt für die Regular Season geschaffen ist. Paul George wird immer mal wieder aussetzen und jetzt haben wir auch ein Back-to-Back-Spiel. Das könnte bedeuten, dass Kawhi Leonard nicht spielt, auch wenn er nicht auf Injury Reports drauf ist, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch. New York auch mit 5 Siegen, 5 Niederlagen. Unter dem neuen Coach Mike Miller läuft das ein oder andere ein bisschen besser. Ich denke, das ist jetzt das erste Spiel der beiden in dieser Saison. Mike Miller, sein erstes NBA-Team, davor war er bereits Assistant bei den Knicks und hat nur in der College-Basketball trainiert, habe ich mich mal ganz kurz informiert, weil die Entlassung von Coach David Fisdale ist mir beim letzten Video so ein bisschen nicht mehr präsent gewesen. Also man sieht hier die Knicks in Phoenix gerade verloren, die Clippers gegen Memphis untergegangen, 140 Punkte daheim kassiert und es war schon eine sehr langweilige Performance. Davor, Interview danach, Doc Rivers hat wohl gemeint, dass sie die letzten Spiele schon Banane gespielt haben, aber da haben die Siege zumindest noch gepasst. Das kann ich bestätigen gegen Detroit und gegen Sacramento. Gegen Utah gab es eine Heimniederlage und jetzt gegen Memphis, die wirklich gut gespielt haben. New York hat Siege errungen gegen Portland, in Washington, in Brooklyn, Derby und jetzt gegen Phoenix den 3-Game-Winning-Streak wieder abgegeben. Von den Standings her, New York, viel besser wird es nicht mehr werden. Also die werden irgendwas zwischen, ich sag jetzt mal, 10 und 13, denke ich, abschließen. Und die Clippers werden, je nachdem, wann sie den Schalter umlegen, wenn es so ist, wie viele Experten vermuten und wie ich auch eigentlich vermute, dass sie dann erst zu den Playoffs hin noch ein bisschen mehr Gas geben bezüglich Einspielen und dann Meisterschaftsfavorit Nummer 1 sind. Also die Clippers Rang 4, zwischen 2 und 5 sehe ich dieses Team. Jetzt kommen wir zu dem Spiel. Es war gestern eine Katastrophe. Viele, viele Punkte kassiert. Wie gesagt, Paul George ist weiterhin Day-to-Day und Kawhi Leonard, auch wenn er auf keinen Injury Reports steht, wird sehr wahrscheinlich keine Back-to-Back-Spiele spielen. Die Line ist bei 222 Punkten. Finde ich insofern recht spannend, denn man kann jetzt das so oder so sehen. Entweder kriegen die Clippers einen richtigen Einlauf von Rivers, dass sie jetzt mal Defense spielen sollen, und spielen dann auch, und oder sie gehen weiterhin Vollgas in die Offensive.
Ich tendiere eher zu dem Under 220, einfach mit der so ein bisschen vielleicht naiven Hoffnung, dass sie gezwungen werden, Defense zu spielen und New York darauf keine Antwort hat und unter 100 Punkte gehalten wird. Das Handicap ist bei plus 9, plus 8,5. Finde ich nach der Vorstellung von gestern ganz gut, eigentlich auf New York. Auch wie gesagt, George Leonard draußen, nix relativ okay die letzten Spiele. Hier geht meine Tendenz auf Under und plus Handicap auf die nächste. Mal schauen, ob wir auch am Ende des Videos uns dazu entscheiden. Hier haben wir Homecoming von Hassan Whiteside, der schon diverse 2020-Spiele abgeliefert hat für Portland, sprich 20 Punkte mindestens und mindestens 20 Rebounds, ist auch der Rebound-Leader mit knapp 14. 4 Offensiv-Rebounds, starke Statistik und ansonsten Dame Lillard, 27 Punkte, 7 Assists, der Beste. Bei Miami ist das Kollektiv entscheidend, aber Jimmy Butler natürlich das Gesicht der Franchise. Heat, deutlicher Favorit. Auch hier haben wir das erste Meeting, das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams. Miami hat es geschafft, zweimal um die 85 Punkte zu machen und davor sich auch nicht mit Ruhm in Washington bekleckert. Die waren vor allem ohne Bradley Beal. Das hat Portland besser ausnutzen können mit einem 122 zu 103 Sieg. Davor aber enttäuschende Niederlagen gegen New York, gegen Phoenix und ich meine, gegen die Lakers kann man mal verlieren. Aber sie sind jetzt zwar auf einem Playoff-Rang, aber mit 15 Siegen, 21 Niederlagen immer noch nicht wirklich gut. Also eher eine enttäuschende Saison und eins der letzten 5 Spiele nur gewonnen. Dementsprechend sind sie hier Außenseiter gegen die Heat, die Dritter im Osten sind, aber jetzt, wie wir gerade gesehen haben, auch 2 Low-Scoring-Matches in Folge abgeliefert haben. Das heißt, auch hier schauen wir uns mal ganz kurz Over-Under an, was die Buchmacher da so sagen. Auch hier sind wir so bei 222 Punkte. Ja, Entschuldigung, 220 Punkte ist die Line. Da ist für mich nichts Interessantes dabei. Ich hoffe immer noch so ein bisschen meine naive Hoffnung, dass unsere Kollegen aus Portland irgendwann mal die Wende bringen und sie sind für mich weiterhin ein Top 8 oder Playoff-Team im Westen, allerdings nicht mit einer negativen Bilanz, sondern mit Shots sozusagen, so ein Borderline-Contender, nennen wir es mal so. Wir haben die Line bei 5,5, das heißt hier aber so eine plus 6, plus 6,5 auf Portland gefällt mir sehr, sehr gut, weil ich denen durchaus den Sieg zutraue. Gibt jetzt auch von Injury Report nichts, dass irgendjemand da ausfällt. Jetzt sind wir mal auf Fußball gerutscht. Kleinen Moment. Wieder auf Basketball. Also, sie sind Außenseiter, aber ich habe die Hoffnung, dass sie insgesamt besser sind. Jetzt hier bei dem Spiel der Cleveland Cavaliers gegen die Timberwolves. Eine 2-3 auf Cleveland, ein 1-7 auf Minnesota. Beide Teams haben bereits vor kurzem gegeneinander gespielt. Das war ein Low-Scoring-Game, 94 zu 85. Cleveland auch. Ja, da, wo sie hingehören in der Tabelle, relativ weit unten mit Chancen auf dem letzten Platz. Kevin Love in Trade-Gerüchten involviert und die Timberwolves sind weiterhin eine Enttäuschung gemäß an ihrem Potenzial. Jetzt haben sie aber auch noch ein bisschen Verletzungssorgen dazu. Ich zeige euch gleich mal den Injury Report und das wird uns auch dazu verleiten, hier keine Tendenz abzugeben auf den Sieger. Wir haben jetzt gerade gesehen, die vorherigen Spiele waren die Line so bei 220 Punkte. Witzigerweise kriegt man hier für eine unter 220 eine 155. Also, man kann jetzt auch wieder mit Verletzungspech oder so hin und her argumentieren, aber entweder haben die jetzt keine Leute mehr, die Defense spielen, oder die haben keine Leute, die Punkte machen können. Minnesota, Wiggins draußen, Vonleh draußen, Towns draußen, Teague, Day-to-Day, Graham auch draußen. Bei Cleveland, Larry Nance Jr. draußen und Kevin Love habe ich in einem anderen Bericht gelesen, dass er heute aussetzen wird. Das glauben wir auch. Deshalb geht doch hier meine Tendenz ganz klar dazu, unter
216 oder 215 Punkte. Vielleicht sogar weniger, vielleicht sogar noch mit einer etwas schlechteren Quote absichern oder kombinieren. Also hier sehe ich das Under und das werde ich auf jeden Fall auch einloggen. Im Spiel der Phoenix Suns gegen die Grizzlies ist Memphis krasse Außenseiter. Sie haben ein cooles junges Team, was auch echt Spaß gemacht anzuschauen. Also High-Scoring-Games sind mehr oder weniger vorprogrammiert, wenn es bei denen läuft. Schnelle Abschlüsse, Ja Morant, auch ganz klar auf Rookie of the Year Kurs, denn ich glaube, Memphis outperformt alle Erwartungen. Phoenix allerdings auch, und das zeigt auch wieder, wie stark der Westen ist. Beide Teams, obwohl sie besser sind als prognostiziert, glaube ich, sind sie auf 10 und 11 relativ weit unten, haben aber, wenn es gut läuft, auch Shots auf hier den 7, 8, 9. Spot in der Tabelle. Und ich glaube, das ist doch auch für die Zukunft relativ vielversprechend. Beide Teams haben bereits zweimal schon gegeneinander gespielt. Beide Ergebnisse hier haben jeweils halt die Auswärtsmannschaft gewonnen. Beide Male relativ gleich von der Punktzahl. 223 hier, 219 hier. Könnte ein gutes Indiz sein, aber das haben die Buchmacher natürlich auch. Clippers wurden abgeschossen, Knicks wurden hier besiegt und davor beide auch mit einer Niederlage und davor beide mit einem Sieg und hier gibt es keine Übereinstimmung mehr. Also, ich finde persönlich Memphis viel cooler als erwartet. Kann mir auch vorstellen, dass die hier ihr Handicap von einer 6-5 erreichen, sprich Grizzlies plus 6 plus 7 ist hier so mein Favorit, denn Phoenix finde ich jetzt als Team nicht ganz so attraktiv wie Memphis. Wenn wir jetzt hier die Punkte gerade gesehen haben, wir haben jetzt gesehen, zweimal um die 224, umso spannender, dass die Line hier bei 235, 234 ist. Back-to-back, beide Mannschaften. Zweimal bereits um die 223 Punkte gemacht. Warum nicht auch hier einfach mal ein Under riskieren? Ist aber gefährlich, weil wenn beide Mannschaften so viele Punkte machen wie im Spiel davor, haben wir 260 Punkte. Lakers gegen Pistons. Ja, Pistons, schauen wir auch mal ganz kurz auf die Tabelle. Elfter, fällt mir gar nicht. Zwei der letzten 10 Spiele nur gewonnen. Viele Verletzungssorgen um Blake Griffin und Andre Drummond. Der hat jetzt schon diverse Trade-Szenarien, Gerüchte erlebt. Atlanta ist an ihm interessiert, aber auch Contender wie zum Beispiel unsere Dallas Mavericks haben angeblich auch Interesse und LA sind Erster im Westen. Ich sehe, außer wenn James oder Davis mehrere Wochen mal ausfallen würde, auch keine andere Alternative an Position 1 als die LA Lakers. Ob sie in der gesamten Regular Season gewinnen, daran glaube ich nicht. Da denke ich, dass Milwaukee insgesamt zu tief auch ist und sie haben jetzt auch schon ein paar Spiele ohne Antetokounmpo mehr oder weniger erfolgreich gemeistert. Also da sehe ich auf jeden Fall Milwaukee insgesamt vorne. Jetzt kommen wir mal zu den Tipps, was wir denn heute spielen. Alright, vier Wetten habe ich mir für jetzt, für heute Nacht rausgesucht. Wir spielen keine Siegwette bei Clippers gegen Knicks, sondern ein unter 224 Punkte für eine Quote von 1,82. Hoffen auf die Portland Trailblazers, können uns gut vorstellen, dass sie auch direkt gewinnen, gehen aber hier für die Quote von 1,81 mit einem Asian Handicap plus 6,5 auf Portland. Wenige Punkte will ich sehen bei Cleveland gegen Timberwolves aufgrund der vielen Verletzungs- bzw. Ausfälle beider Teams. Für unter 217,5 Punkte gibt es noch eine 1,7 und Grizzlies können doch ihren Lauf mitnehmen. Hoffentlich bei Phoenix Suns plus 7 Asian Handicap für die Quote von 1,82. Damit war es auch schon wieder vorbei. Danke für eure Likes, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns allerspätestens nächsten Sonntag bei NBA. Und wie gesagt, Fußball beginnt auch bald wieder. Ciao, ciao!